Herzlich willkommen zur Berichterstattung von der LS Exchange. Wir haben Wochenmitte, Mittwoch, den 2. März 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und diese spannenden Themen erwarten Sie gleich. Der DAX ist schon schwach in den neuen Monat gestartet und hat heute noch einmal ein neues Jahrestief markiert. Das schauen wir uns gern gleich an. Reden auch nochmal über die Hensoldt-Aktie. Die hatten wir in der letzten Woche schon einmal und möchten hier ein Update bringen aus aktuellem Anlass. Die Bayer-Aktie, die ist im Plus gegen den Markttrend. Auch das hat Gründe. Und Volkswagen Continental sind tiefrot gewesen gestern bereits. Auch das möchten wir hier entsprechend erörtern und zwar zusammen mit unserem Händler in Düsseldorf, den Erdem, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Erdem. Hallo Andreas. Ja, der DAX hatte gestern ja schon einen sehr, sehr schwachen Monatsstart gezeigt. Der erste Schlusskurs unter 14.000 Punkten seit 11 Monaten. Ja, und nun am Mittwoch geht es weiter in diese Richtung, oder? Das ist richtig, Andreas. Wir haben ja gestern ja eine Nachrichtenlage gehabt, die war halt sehr undurchsichtig. Man hat ja auch zum Beispiel die Rede gesehen von dem ukrainischen Präsident Zelensky vor dem EU-Parlament per Videoschalte. Und wir haben gestern Morgen ja erstmals verhalten positiv angefangen, aber danach hat sich die Lage dann immer weiter eingedrückt. Und wir haben gestern im DAX einen Minus von 600 Punkten gehabt, von 4,2% fast. Man hat auch die Nervosität daran gesehen, dass halt zum Beispiel Ölpreis nach oben geschossen ist. Heute war ja zum Beispiel im Tag bei 113 der Brent. Der Bund hat gestern fast 400 Punkte zugelegt und das sind halt eigentlich mehr oder weniger schon so fast Panikreaktionen. Ja, beim Erdöl, wenn man sich das im langfristigen Chart anschaut, ist das ein neues 8-Jahres-Hoch übrigens. Das wollen wir hier nochmal mit auf der Tonspur geben und das bedeutet für die Volatilität bei so vielen Punkten Schwankung, auch die steigt an und die ist ebenfalls auf einem Jahreshoch. Den VDAX habe ich bei 40 gesehen. Das ist richtig und ist heute wieder auch ein oder 2% Punkte schon wieder eingestiegen. Ja, momentan weiß man nicht halt, wie man die ganze Situation fassen soll, dieser Krieg. Die jetzt von der russischen Seite angefangen worden ist, beschäftigt jetzt seit 7 Tagen, ist heute der 7. Tag. Man muss dazu auch sagen, dass Ukraine zum Beispiel der 4. größte Lieferant von Weizen und Mais weltweit ist. Und das wird natürlich auch die Nahrungsversorgung, die momentan auch etwas angespannt ist, auch behindern, blockieren. Und man kann momentan auch alles irgendwie nicht einschätzen, wie das dann zustande kommt. Und Russland als großer Rohstofflieferant wird jetzt mit Sanktionen belegt, querbeet. Gestern haben zum Beispiel auch BP und Shell ihre Beteiligung dann gekündigt. Heute kam Exxon dazu. Und viele Unternehmen, die kappen halt jetzt auch die wirtschaftlichen Beziehungen nach Russland. Mhm. Und man weiß momentan noch gar nicht, was auf uns zukommt, wie wir das einzuschätzen haben und ob das auch irgendwelche langfristigen Folgen hat. Und das ist momentan halt auch belastend für den Markt. Über den Weizenpreis hatte ich vorhin erst gelesen, dass die Futures Limit up sind. Das heißt, die können gar nicht mehr weiter steigen. Da ist eine Handelsaussetzung. Richtig. Weil du dann halt einfach nicht mal weißt, was da kommt. Halt, ne? Also wir wissen nicht, also wir hören zwar von den Nachrichten, dass halt die Städte bombardiert werden, aber man weiß natürlich nicht, wie es Auswirkungen hat auf die Ernte. Und ja, momentan haben wir halt eine Situation, was wir halt nicht einschätzen können. Mhm. Ja, Europa steht hier zusammen und möchte natürlich auch, dass das Ganze im Idealfall friedlicherweise gelöst wird. Aber im schlimmsten Falle muss man auch dann gewisse Territorien, Städte, Länder verteidigen. Und dafür braucht es nun einmal, das möchten wir ganz objektiv hier berichten, auch Waffen, Verteidigungssysteme. Wir hatten in der vergangenen Woche bereits gesprochen über Rheinmetall und über die Hensoldt. Die Hensoldt, das Bild aus der letzten Woche, bringe ich hier gerne mit. Da stand die Aktie noch bei 21,47 €, beziehungsweise am Montag war das. Ja, wenn man sich das heute anschaut, sind wir sogar schon bei 30 € knapp. Das ist richtig. Also Hensoldt ist einer der großen Profiteure, wie Rheinmetall auch. Seitdem der Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende bekannt gegeben hat, dass man halt 100 Milliarden in die Bundeswehrausstattung freimachen will. Die Bundeswehr wurde ja in den letzten Jahren ja mehr oder weniger halt kaputt gespart und man hat ja immer wieder Horror-Szenarien gehört über irgendwelche Geräte, die nicht funktionieren, über Waffen, die nicht schießen. Und Hensoldt-Aktie, die konnte man am Freitag so in dem Dreh von 15 € handeln. Und momentan haben wir, wie du es gesagt hast, bei fast 30 €. Das ist schon der 3. Tag hintereinander, wo die halt zweistellig prozentual zulegen können.
Und ja, das ist halt wieder ein eindeutiges Zeichen, dass halt der Markt querbeet ja ausverkauft wird, bis halt auf die Unternehmen, die im Rüstungsbereich tätig sind. Das ist jetzt für die, ja, das große Kommen. Und Hensoldt spielt halt in vielen Bereichen mit. Die liefern ja zum Beispiel auch Radargeräte, zum Beispiel einen Eurofighter. Wir haben zum Beispiel auch Nachtsichtgeräte, Wärmebildkameras, also alles, was man querbeet dann braucht, halt für so eine Verteidigung oder halt für eine Armeeausstattung, kann halt von Hensoldt geliefert werden. Und das ist momentan halt der Trend. Ja, ich bin gespannt, ob dann wirklich auch die Kapazitäten zur Verfügung gestellt werden. Also die eine Sache ist natürlich die Fantasie und die andere ist, ob das auch produziert werden kann. Und genau Produktion ist das Thema zu unserer nächsten Branche, die wir uns anschauen. Das ist vielleicht dem einen oder anderen beim Marktbericht gestern Abend schon aufgefallen, dass die Autobauer unter Druck gerieten, dass wir zum Beispiel auch eine Continental mit einem Abschlag von 10% hatten. Und das liegt daran, dass es hier Produktionsengpässe gibt und teilweise auch Produktionsstraßen gestoppt werden müssen. Das ist richtig. Die globale Lieferkettensituation ist halt durch den Krieg nicht besser geworden. Wir hatten halt immer die Probleme, dass halt die Lieferketten von Asien Richtung Europa halt ja, gehakt haben, gestört waren teilweise. Und jetzt haben wir natürlich auch die Problematik, dass halt durch den Krieg dann auch unsere Lieferanten aus dem osteuropäischen Raum eventuell auch da mit reingezogen werden. Konkret ist gestern eine Nachricht gekommen von der VW-Tochter Skoda, dass sie dann gesagt haben, dass sie halt ihre Produktion einschränken müssen, weil halt ein ukrainischer Zulieferer, der die Kabelbäume dann liefert, momentan nicht in der Lage ist, halt zu produzieren bzw. zu liefern. Und das betrifft dann auch das gesamte VW-Werk, wie sie dann halt bekannt gegeben haben, dass sie dann halt auch für die anderen Marken das Problem haben und eventuell auch interne, hausinterne Lieferanten auch dann halt ihre Produkte dann nicht mehr bekommen. Und ja, dann jetzt ist ja so ein Taskforce eingerichtet worden. Jetzt versucht man natürlich halt außerhalb der Chipbranche, wo es auch eh schon so einen Mangel gab, jetzt haben wir noch ein Problem dann halt auch in der Hardware, dass wir dann halt die dann nicht mehr einbauen können. Und heute hat zum Beispiel BMW dann auch bekannt gegeben, dass sie dann halt ihre Produktion in Kaliningrad einstellen werden, auch keine Autos mehr nach Russland exportieren wollen, bis auf Weiteres. Und gestern hat ja Daimler seine Beteiligung an Kamaz aufgegeben. Das ist ja auch so ein russischer LKW-Hersteller, der auch Militärlaster herstellt. Und das geht halt querbeet durch alle Branchen halt, dass man dann halt alles, was Bezug in Russland hat, dass man dann halt da raus will, dass man halt mit dem negativen Publicity dann nicht mehr belastet wird. Heute Morgen kam zum Beispiel die Nachricht, dass Nike und Apple auch keine Lieferung mehr Richtung Russland dann vornehmen werden. Und man merkt schon, dass halt auch der Durchschnitts Bürger in Russland halt auch damit konfrontiert wird, dass da halt jetzt eine Sanktion läuft, die dann auch betrifft. Also betrifft jetzt nicht nur die Wirtschaft, sondern auch der Durchschnittsbürger wird dann auch davon berührt. Und der wird ja vor allem schon durch die Inflation berührt, durch den schwachen Rubel. Also das sind ja alles Themen, die miteinander verzahnt sind. Lass uns noch mal gern auf die Charts hier schauen. Die Volkswagen-Aktie ist scharf unter Druck und ist jetzt sogar unter das Tief gefallen, was wir im Dezember gesehen hatten. Das ist richtig. VW ist, wir hatten vor fast genau einem Jahr hatten wir einen Höchststand von über 240 und momentan sind wir dann unter die 160 gefallen. Also man sieht da ist, ja, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, würde man jetzt dann sagen wollen, aber da sind ja auch mehrere andere Problematiken, die dann auch dann reinspielen. Was auch dann VW vielleicht auch zugutekommen würde, wäre halt dieser Börsengang des Tochterunternehmens Porsche, momentan noch ein Tochterunternehmen. Das war ja letzte Woche das Thema, was dann auch angebracht worden ist, dass dann halt ein Teil von Porsche an die Börse gebracht werden soll, ein Viertel. Und da erwartet man eine Preisspanne von 60 bis 80 Milliarden für das gesamte Unternehmen, was halt die Bewertung dann zustande kommen soll. Und bei einem Viertel der Aktien, die dann halt zum Verkauf angeboten werden, wären es bis 15 bis 20 Milliarden, die dann halt in die Kasse fließen würden. Aber momentan sind das halt nur Gedankenspiele, ist noch nicht konkret beschlossen. Und das ist jetzt mal spannend abzuwarten. Das will natürlich auch Synergien heben.
weil man ja zum Beispiel auch bei Siemens gesehen hat, mit ihren ganzen Tochterunternehmen, die sie an die Börse gebracht haben, dass halt die Summe der Einzelteile mehr wert ist als das gesamte Unternehmen. Wobei die Fantasie eben vor der Eskalation im Ukraine-Konflikt kalkuliert wurde und seitdem hat Volkswagen ja auch seine 20% verloren und ist aktuell unter eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden gerutscht. Also, dass man dieses Verhältnis nochmal sieht. Genau. Also wie gesagt, es ist momentan halt die Situation sehr unlösig. Man weiß nicht, wie man dann, welche Auswirkungen das alles noch haben wird. Und man merkt auch schon an den Rüstungsausgaben, dass halt auch ein Umdenken stattgefunden hat, bei den europäischen Ländern, speziell auch in der NATO, dass man dann halt diese Bedrohung aus Russland halt dann auch sehr, sehr ernst nimmt und dementsprechend dann auch sich dann aufrüstet. Und gestern gab es auch ja ein Statement von vielen Grenzstaaten, die an Russland, an der Ukraine grenzen, dass man dann halt dementsprechend auch ihre Grenzen stärker dann schützen will und dementsprechend auch die Alarmsituation dann hochgefahren ist, dass man danach hochwachsam ist. Ja, hochwachsam müssen dann auch wieder die in der nächsten Reihe der Kette sein. Wenn man sich die Automobilkonzerne anschaut, die unter Druck sind, ist es logisch, dass auch die Lieferanten für die Automobilkonzerne dann unter Druck geraten. Da haben wir die Continental noch mitgebracht und die hat tatsächlich schon ein Jahrestief gemacht. Das ist richtig. Das Continental ist schon seit einiger Zeit ja mehr oder weniger unter Druck. Und wenn man sich den heutigen Kurs anschaut, die ist jetzt momentan bei 69,27 und die war am Tagestief dann bis auf fast 65 runtergefallen. Und man merkt, dass da auch Continental dann auch durch die ganzen Auswirkungen da in Osteuropa zwar leidet, aber die Aktie war vorher schon im Sturzflug. So als Eckdaten vielleicht mal, das Continental beschäftigt wohl in Russland ca. 1300 Mitarbeiter, in der Ukraine selber kein Standort. Aber das Problem ist halt einfach, man weiß nicht, wie man die ganze Gemengelage dann halt aufzufassen hat, wie man das dann beurteilen kann. Und was bei Conti noch hinzukommt, dass halt man doch am Markt da so Befürchtungen hat, ob man für ein Auto zu liefern mechanischen Autozulieferer halt den Sprung schafft zum Elektromobilitätsanbieter. Und da ist, wie gesagt, noch einige Fragezeichen. Es kam ja auch mal die Nachrichten oder beziehungsweise halt auch mal ein Gedankenspiel, dass man halt auch das Geschäftsfeld autonomes Fahren dann selbstständig an die Börse bringen will. Aber momentan, wie gesagt, ist auch das nur Gedankenspiel, ist nichts Konkretes beschlossen. Man hat auch keine konkreten Infos noch weitergegeben. Und das ist halt alles so, ja, ist noch nicht greifbar und das belastet die Aktie momentan auch sehr stark. Ja. Auf der anderen Seite hatten wir eine Aktie, die wir heute vorstellen möchten, über die wir monatelang eher aus negativer Sicht berichtet haben. Und jetzt kommt hier ein Hoffnungsschimmer rein. Die Rede ist von Bayer. Das ist richtig. Bayer hat ja, wie du schon gesagt hast, seitdem sie die Übernahme von Monsanto 2018 unter Dach und Fach gebracht haben, halt mehr oder weniger nur mit negativen Nachrichten reden gemacht. Die Aktie ist halt jedes Mal nach unten geprügelt worden und jedes Mal, wo man gedacht hat, da kommt nichts Negatives mehr nach, dann kam halt noch die nächste Nachricht, die dann halt noch einen draufgesetzt hat und bis man irgendwann mal wahrscheinlich gesagt hat, okay, dann gibt man halt entnervt auf. Gestern kam Bayer mit Zahlen und die waren halt, gelinde gesagt, bombastisch halt. Und die haben zum Beispiel Umsatzsteigerungen gehabt auf 44 Milliarden Euro, knapp 9% zugelegt, was über den Erwartungen der Analysten lag. Und die haben halt ihre Gewinnprognose mit 11,2 Milliarden haben die genau getroffen, was auch eigentlich so gewesen ist, wie die Analysten es vorher gesagt haben. Was halt etwas negativ war, dass halt die Kosten etwas gestiegen sind im Pharmabereich, aber was auch keine große Überraschung war. Bayer will zum Beispiel sich da ja auch neu aufstellen und das dann das ganze Portfolio umstricken. Zum Beispiel kam ja letzte Woche noch die Nachricht, dass sie zum Beispiel das Testosterongeschäft ja zum Verkauf gestellt haben. Und Bayer hat dann noch als i-Tüpfelchen zu den ganzen guten positiven Zahlen noch bekannt gegeben, dass sie das Gewinnwachstum auf 12 Milliarden steigern wollen nächsten Jahr und den Umsatzplus von 5% auf knapp 46 Milliarden. Daraufhin hat die Aktie gestern ja zugelegt, aber leider auch mit dem schwachen Markt hat sie dann wieder auch verloren. Also Tageshoch lag gestern bei knapp 53, ich glaube 53,55 war das Tag so. Und dann haben sie im Zetra-Handel dann
bei knapp unter 52 dann geschlossen. Man sieht aber trotzdem, dass positive Quartalszahlen dann auch honoriert werden vom Markt. Die gibt es weiterhin, Quartalszahlen. Wir haben einige hier in der Übersicht dargestellt, die vor dem Wall Street Start hier kommentiert werden können. Noch in den verschiedensten Communities, Dollar Tree zum Beispiel, Paysafe, eine Abercrombie und Fitch wird hier entsprechend auch mit durchgereicht. Und wir hatten auch noch Zahlen, die wir heute sehen. Wir hatten schon die Arbeitslosenquote, die Verbraucherpreise aus der EU, haben dann am Nachmittag als wichtigste Zahl des Tages die ADP-Beschäftigungsänderung, also der Blick auf den US-Arbeitsmarkt 14.15 Uhr. Noch einige Reden aus dem Notenbankumfeld, aus der FED, eine Anhörung von Jerome Powell und dann 20 Uhr das B-Spuk. Also das dürfte hier auf jeden Fall spannend sein, was sich noch ereignen kann. Und ich glaube, da ist für jeden etwas dabei, informationstechnisch auch an Kanälen. Neben YouTube haben wir nämlich Twitter, Instagram, Facebook und die Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcast für Sie bereitgestellt und werden auch dieses Interview dort hochladen. Ganz lieben Dank, Erdem, für diese tieferen Einblicke in den Finanzmarkt, dann wünsche ich dir eine erfolgreiche Woche. Danke dir auch. Danke, ciao. Tschüss.